Paul und ich zeigen euch heute das Kommando Side oder Peng oder Seite oder Totstellen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auf jeden Fall ist das Ziel, dass der Hund sich auf ein Kommando oder Zeichen auf die Seite legt und so aussieht, als würde er schlafen. Und dann wiederum auf ein anderes Kommando das Ganze wieder aufhebt. Ich kann das einmal zeigen, wie das aussieht. Paul, Zeit. Zeit. Okay. So soll das Ganze dann später aussehen. Also, ihr braucht einen Hund. Leckerchen. Bei so sehr himmeligen Hunden würde ich empfehlen, nicht irgendwie ganz tolles Leckerchen zu nehmen, wie Schinkenwurst oder Käsewürfel oder so. Oder irgendein getrocknetes Fleisch. Sondern besser irgendwelche trockenen Leckerchen, damit der Hund ja nicht so ganz hektisch ist, weil er soll ja liegen bleiben. Und dann nehmt ihr das Leckerchen eben und den Hund und würdet den Hund dann mit dem Leckerchen führen. Das zeige ich euch jetzt an. Also man nimmt ein Leckerchen und versucht, dass der Hund seinen Kopf so einrollt, wie der Paul das jetzt macht. Okay. Wenn ihr ganz am Anfang von dem Trick seid und euer Hund irgendwie sich noch nicht hinten so rumdrehen möchte, dann würdet ihr das auch schon belohnen. Also selbst für dieses, dass er den Popo hier hinten so ein bisschen auf die Seite legt, kriegt er dann schon eine Belohnung. Entweder über den Klicker und dann das Leckerchen, okay, oder eben direkt das Leckerchen reinschieben. Also, genau. Einfach schauen, dass der Hund sich irgendwie auf die Seite legt. Am besten geht das, wenn man den Kopf so ein bisschen einrollt. Okay, darauf achten, dass er das Kommando immer aufhebt. Okay. Ohne Leckerchen. Okay. Wenn der Hund dann schon ein bisschen wie der Paul gerade so ein bisschen in der Position verharrt, okay, kann man das Leckerchen dann auch erst nachher geben, um eben so von diesem Führen wegzukommen. Okay. Gut. Ganz kurze Einheiten und das dann immer wieder üben. Zeit. Okay. Das ist auch nicht schlimm, wenn der Kopf oder die Beine am Anfang noch nicht ganz entspannt liegen. Das kommt nach einer Zeit, wenn die das schon besser können. Probieren wir mal in die Richtung. Okay. Gut. Super. Ein Klicker. Okay. Gut. Super. Zeit. Super. Daran sieht man auch, dass der Klicker eben nicht dafür da ist, um ein Kommando aufzuheben, sondern wirklich nur das Verhalten, was er gerade zeigt, ihm zu sagen, dass genau das gerade erwünscht ist. Das heißt, man kann ihn auch länger so liegen lassen. Zeit. Zeit. Und das einfach, ja, ihn dann im Liegen nochmal bestätigen und dann wieder das Kommando aufheben. Ach, Paul, Paul juckt dir im Ohr. So. Platz. Platz. Zeit. Wenn der Hund dann diese Drehbewegung vom Körper und dieses auf der Seite liegen für ein paar Millisekunden schon verstanden hat, dann kann man natürlich auch wieder das Kommando drauflegen und irgendwie ein Handzeichen, wenn man das möchte, um dem Hund das dann auch auf Distanz beizubringen. Und das kann man, finde ich, immer ganz gut machen, wenn der Hund liegt, dass man das nochmal so ein bisschen bestärkt mit der Hand, dass sie das praktisch damit verknüpfen. Zeit. Gut. Super. Zeit. Zeit. Gut. Das. Okay. Genau. Ich hoffe, das Video war verständlich und ihr könnt damit so ein bisschen was anfangen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Trainieren und hoffe auf ganz viele Daumen hoch, folgt uns auf Facebook und schreibt uns in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und ja, wie es bei euch läuft. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Videos. Tschüss! So, ihr zeigt dem Hund das Leckerchen und das geht nicht, warte mal, okay. Ich wollte es ja sehen. Nein, okay. Platz. Dann Paul. Platz. Dann würdet ihr den Kopf hier so rumführen, bis der Hund sich so auf die Seite legt. Und dann einfach, okay, das Kommando wieder aufheben. Also hier den Kopf so ein bisschen rumrollen.
Warte mal. Decke? Decke. Decke.